Ja, Nils. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse. Die FDP-Bundestagsfraktion hatte eine Klausurtagung. Wir haben unsere Tagung noch nicht abgeschlossen, sondern sprechen gerade noch über bestimmte Fragen der Milieus in Deutschland, der Milieuforschung. Wir haben eine tolle Stimmung gehabt, eine sehr intensive Beratung am gestrigen Tag. Und man kann sagen, die FDP-Bundestagsfraktion ist jetzt im Parlament angekommen. Wir haben unsere Abläufe jetzt professionalisiert und haben auch unser Selbstverständnis geklärt. Wir sehen uns als ein Labor für liberale Lösungen. Wir wollen im Parlament den Blick für die Interessen des einzelnen Menschen nicht verlieren, dort, wo andere überwiegend auf den Staat, auf Bürokratie und Umverteilung setzen. Also unseren Individualismus haben wir nicht verloren. Und wir sehen uns als Fortschrittsbeschleuniger, wo andere den Status quo verwalten oder mit Ängsten Politik machen. Da halten wir es für notwendig, dass es eine Kraft gibt, die sich inspiriert von der Reformpolitik in Frankreich fühlt und die in Deutschland so einem Fortschrittsoptimismus auch eine Stimme im Parlament gibt. Aus diesem Selbstverständnis, aus dieser Positionierung heraus sind wir gerade dabei, Leitprojekte zu definieren. Ein Leitprojekt wird die Bildungsrevolution sein, die wir aus der Opposition in die Debatte einbringen wollen. Für uns steht im Zentrum dabei eine Reform unseres Bildungsföderalismus. Das, was die Große Koalition plant, geht uns noch nicht weit genug. Das ist nur ein erster Schritt. Wir werden bei den Gesprächen über die Grundgesetzänderung, die Stimmen der FDP werden ja gebraucht für die verfassungsändernde Mehrheit, werden wir eine weitergehende Perspektive auch versuchen einzubringen, damit nicht nur das, was dort jetzt auf dem Tisch liegt, das Ende der Debatte ist. Und zum Thema Bildungsrevolution gehört für uns auch, ein neues, zweites Bildungssystem zu schaffen, nämlich für das lebenslange Lernen. Statt also über solidarisches Grundeinkommen oder bedingungsloses Grundeinkommen zu sprechen, wie das die Parteien der politischen Linken machen, möchten wir gerne über ein lebensbegleitendes Bildungssystem sprechen, indem wir Schulen und Hochschulen, überbetriebliche Ausbildungseinrichtungen öffnen für die Menschen zu jedem Zeitpunkt ihrer Biografie, zu dem sie zurückkehren möchten, etwas Neues lernen möchten, damit keine Biografie eine Sackgasse wird, aus der man sich nicht mit Fleiß und gutem Willen selbst befreien kann. Also diese Bildungsrevolution, das ist eines der Leitprojekte, die wir über die nächsten 3,5 Jahre verfolgen wollen. Zweites Leitprojekt, das ich schon nennen kann, ist der Begriff der Eigentümernation. Wir möchten den Menschen erleichtern, zu Eigentum zu kommen, sowohl Wohneigentum als auch Eigentum an Unternehmen, sprich Aktien. Da sind wir in Deutschland im internationalen Vergleich sehr schlecht aufgestellt. Wir haben die gesetzliche Rente, also ein umlagefinanziertes System. Da sorgen die Menschen vor. In vielen anderen Gesellschaften ist es eher das individuelle Eigentum, sei es über einen Pensionsfonds, der kapitalmarktorientiert ist, sei es wie in Südeuropa die Wohnimmobilie, die den Menschen Sicherheit gibt und vor Altersarmut schützt. Wir möchten gerne werden vielfältige Initiativen ergreifen, um Deutschland zu einer Eigentümernation zu machen. In der letzten Sitzungswoche des Bundestags war das beispielsweise ein Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer. Zukünftig wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie weit können wir die Aktienkultur stärken, die Kapitalmarktkultur stärken, etwa über die Frage der Spekulationsfrist. Also wer langfristig Wertpapiere hält, warum wird er dafür bestraft durch eine Besteuerung, während zum Beispiel beim Immobilienbesitz eine solche Besteuerung nicht vorgesehen ist. Also Eigentümernation als eines der Leitprojekte. Wir legen unsere Oppositionsarbeit mit einem Ziel an, sie so bald zu beenden, wie es möglich ist. Unser Ziel ist nicht der Verbleib in der Opposition, wie andere Fraktionen im Bundestag das ja ganz offen für sich sagen, etwa die AfD oder die Linkspartei. Unser Ziel ist die Übernahme von Verantwortung, wenn es gelingt, eine liberale Handschrift zu zeigen. Wir wollen also unsere Initiativen so entwickeln, so positionieren,
dass sie anschlussfähig sind an das, was im Regierungshandeln möglich ist. Wir wollen sie so konkret machen, dass sie sozusagen wie Schubladenpläne zur Verfügung stehen können, wenn die Möglichkeit besteht, gesetzgebende Mehrheiten im Parlament zu erreichen, Koalitionen zu bilden. Also Ziel unserer Oppositionsarbeit ist die Übernahme von Regierungsverantwortung, sobald die Konstellation erlaubt, eine eigene Handschrift zu zeigen. Keine Fundamentalopposition, kein Einrichten in der Opposition. Und entsprechend wollen wir unsere Arbeit hier in den nächsten Monaten und Jahren fortsetzen. Jetzt will ich gern zu einigen aktuellen Punkten noch aus der Debatte berichten, zu tagesaktuellen Fragen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Erstens, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft hat ein Gutachten zur Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlages vorgelegt. Es gibt gute wirtschaftliche Gründe, auf den Solidaritätszuschlag zum 01.01.2020 zu verzichten. Es gibt gute politische Gründe, auf den Solidaritätszuschlag zu verzichten, weil es eine Frage der Glaubwürdigkeit ist. Nun ist klar, es ist eine verfassungsrechtliche Notwendigkeit, dass der Solidaritätszuschlag schneller und für alle entfällt. Das Modell der Großen Koalition genügt nicht den Anforderungen des Grundgesetzes. Die Fraktion der Freien Demokraten fühlt sich in ihrer Position durch das Kube-Gutachten bestätigt, dass der Solidaritätszuschlag für alle ab dem 01.01.2020 entfallen muss. Die Große Koalition hat nicht nur die Bereitschaft vermissen lassen, die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten und auch in unsere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu investieren. Ganz offensichtlich ist man auch bereit, über Verfassungsrecht hinwegzusehen, nur damit die Politik das Geld behalten oder ausgeben kann und zu verhindern, dass die Menschen selbst über ihr Einkommen verfügen. Wir nehmen dieses Kube-Gutachten zur Verfassungswidrigkeit der Soli-Pläne der Großen Koalition zum Anlass, auch eigene Initiativen noch einmal zu prüfen. Ein Gesetzentwurf liegt ja vor. Sicher ist für uns, wir werden, wenn die Große Koalition an ihrem Vorhaben festhält, beim Soli in Wahrheit nichts zu tun, werden wir auch die Möglichkeiten einer verfassungsgerichtlichen Auseinandersetzung ausschöpfen. Zweiter Punkt, den ich ansprechen will, den wir in der Fraktion debattiert haben, ist die Einwanderungspolitik. Die politische Linke in Deutschland feiert Herrn Macron, aber das, was er innenpolitisch macht, wird dort oft übersehen. Das würde nämlich nicht zu Begeisterungsstürmen bei unseren geschätzten Mitbewerbern führen. Ganz konkret hat uns beeindruckt, inwieweit Frankreich jetzt eine neue Einwanderungspolitik formuliert hat, nach einer sehr kritischen Debatte im Parlament. Frankreich macht sich auf den Weg, die Asylverfahren deutlich zu verkürzen. Und es gibt viele Vorschläge von Herrn Macron, auch den Schutz der europäischen Außengrenzen gemeinsam wirksamer zu machen. Die Entscheidungen Frankreichs in der Asyl- und Einwanderungspolitik vom Wochenende sollten Anlass für die Bundesregierung sein, einen intensiven Kontakt mit der Regierung von Herrn Macron zu suchen. Die Entscheidungen in der französischen Innenpolitik, die sollten der Aufschlag sein für ein jetzt europäisch geregeltes Asylsystem und für eine wirklich wirksame Kontrolle der europäischen Außengrenzen. Macron hat gezeigt, es ist ihm ernst mit einer liberalen, fordernden Einwanderungspolitik, die die Limits der französischen Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Und das ist für unsere innenpolitische Debatte in Deutschland als auch für das europäische Asylprojekt ein wirklich jetzt gegebener Anlass, Tempo aufzunehmen. Das erwarten die Menschen auch. Der dritte Punkt, den wir besprochen haben, ist die Entwicklung in den Sozialkassen. Der Bundesgesundheitsminister hat angekündigt, dass er die Krankenversicherungen veranlassen will, keine hohen Rücklagen aufrechtzuerhalten, sondern den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern ihr Geld zurückzugeben. Die Sozialkassen sind keine Sparkassen. Und deshalb muss der Impuls von Herrn Spahn umgesetzt werden, aber dabei darf es nicht bleiben. Wir haben enorme Rücklagen bei der Arbeitslosenversicherung, bei der Bundesagentur für Arbeit.
Und das, was bei der Gesundheitspolitik richtig ist, das kann nicht falsch sein bei der Arbeitslosenversicherung. Unsere Forderung ist, auch dort den Beitragssatz deutlich zu reduzieren. Gerade die Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen profitieren nicht von Steuersenkungen, sondern insbesondere von gesenkten Sozialabgaben. Wer etwas tun will für die Mitte der Gesellschaft, für die fleißigen Leute, die jeden Tag aufstehen und arbeiten, der senkt ihnen jetzt, wo es möglich ist, die Sozialabgaben. Insbesondere im Bereich der Arbeitslosenversicherung haben wir enorme Rücklagen aufgebaut, die den Menschen gehören. Und deshalb sollte es auch wieder in die Hände der Menschen gehen. Das ist eine Aufgabe, der die Bundesregierung sich sehr leicht stellen kann und das nun auch tun muss.